Liebe Schalker Familie, seit heute Nachmittag erreichte uns die Nachricht vom Tod unseres Rudis. Wir alle wissen, ohne Rudi wären wir alle nicht hier. Rudi ist der Architekt des modernen Schalke. Wir wussten alle, dass es ihm ganz, ganz schlecht geht. Es war höchstwahrscheinlich eine Erlösung auch für ihn. Aber trotzdem, wenn so ein großer Mann von uns geht, mit dem wir schöne Erinnerungen, viele, viele schöne Erinnerungen haben, dann ist man traurig. Ich habe irgendwann, weiß ich nicht, das die ersten Spiele sehen wollen heute um 18:30 Uhr. Und auf einmal läuft er auf diesem Band bei Sky, was weiß ich nicht, läuft dann Rudi Assauer, ist verstorben. Und ja, irgendwie war es nicht realistisch. Ja, irgendwie war es schon ein richtiger Schlag in die Fresse. Ich meine, wir wussten alle um seine Krankheit, wie ihn auch die Krankheit gezeichnet hat. Aber nichtsdestotrotz ist es trotzdem nicht real gewesen, dass er jetzt halt auf einmal nicht mehr da ist. Ja, so, weil er ist schon einer der prägendsten Personen in der Vereinsgeschichte gewesen. Lieber Rudi, wir sind alle unendlich traurig. Und wir werden dich nie vergessen. Ein ganz großer ist von uns gegangen, glaube ich, der größte neben Kuzorra. Und da sind wir alle sehr traurig. Er hat uns geprägt. Er war mit der Architekt mit Hüb einer sehr erfolgreichen Dekade. Ja, und wie gesagt, hat uns auch über Werte, die er vermittelt hat, und für die er gestanden hat, hat er uns geprägt. Ein Wort ist ein Wort, ein Handschlag gilt. Da brauchtest du keine Verträge, da musstest du keine Angst haben, dass Dinge nicht eingehalten werden oder so. Hattest du sein Wort, war es safe. Und ja,